Italiens Klinikärzte schlagen Alarm. Die Zahl der Krankenbetten reicht nicht aus. Die Intensivstationen sind überlastet. Menschen, denen man sonst eigentlich helfen könnte, geraten in Lebensgefahr. Der Krieg ist losgebrochen und die Schlachten sind erbarmungslos. Tag und Nacht, postet der Lungenarzt Daniele Macini. Und weiter, es handelt sich hier um schwerwiegendere Komplikationen als bei einer normalen saisonalen Grippe. Das Problem liegt im explosionsartigen Anstieg der Infektionen. Wenn viele Menschen gleichzeitig krank werden, kollabiert das Gesundheitssystem. Gelingt es, die Ausbreitung zu verlangsamen, bleibt genug Zeit zur Behandlung. So wird bei einer flachen Ausbreitungskurve die Todesrate deutlich niedriger liegen. Die Frage, wie schnell es sich verbreitet, wird maßgeblich darüber entscheiden, wie gut wir im Gesundheitssystem damit umgehen können. Denn je weniger Menschen sich gleichzeitig anstecken, desto besser können eben die Ärztinnen und Ärzte und die Pflegekräfte in den Krankenhäusern behandeln. Und damit ist klar, auch wer jung ist und nicht zu einer Risikogruppe gehört, kann die Ausbreitung durch sein Verhalten verlangsamen. Und deshalb ist eben nicht das zentrale Problem, ob ein Fußballspiel, wenn ich das so hart sagen darf, mit oder ohne Publikum stattfindet. Wenn man dazu einen Beitrag dadurch leisten kann, dass Menschen, die krank sind, Menschen, die alt sind, nicht in eine Situation kommen, wo sie vielleicht nicht mehr medizinisch die richtige Behandlung führen können, dann ist das genau das Verhalten, was wir jetzt brauchen. Es ist eben auch eine Frage der Solidarität. Verschärfte Hygiene, keine Massenveranstaltung. So kann man nicht nur sich, sondern auch andere schützen. Schließlich kennt jeder irgendwo jemanden, der zu einer Risikogruppe gehört.